Herzlich willkommen beim ELA-Talk. Mein Name ist Sigrid Limberg-Strohmeier. Wir gestalten Wandel ist das Motto unseres ELA-Talks. Und Wandel braucht ja auch Raum für Komplexität. Und die Frage ist, in welche Richtung geht dieser Wandel? Geht er eher in eine Richtung zurück oder geht er eher in eine lebenswerte Zukunft. Und dafür braucht es wohl auch mehr Offenheit und neue Wege. Und deswegen laden wir hier im ELA-Talk Menschen ein, die dazu Impulse bringen und freuen uns, euch hier begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Sigrid Limberg-Strohmeier und mein Kollege Peter Klein von der ELA und euch als Kandidaten von der Basis. Ja, die Basis hat 27.000 Mitglieder bereits und davon 6.000 in Bayern, ist also stark gewachsen. Und wir freuen uns, dass heute gleich 5 Direktkandidaten gleichzeitig Zeit haben, sich vorzustellen, uns diese Partei mal etwas näher vorzustellen, auch zur Frage, warum braucht es überhaupt eine neue Partei? Es gibt ja schon viele. Und mit der Frage wollen wir auch gleich mal an jeden von euch übergeben, wer seid ihr, warum seid ihr zur Basis gegangen und ja, warum braucht es diese Partei? Ja, hallo, mein Name ist Kuschel Stefan, bin 38 Jahre verheiratet, dreifacher Familienvater. Zur Basis bin ich gekommen, weil ich schon gemerkt habe, in den letzten Jahren läuft einiges schief und der Tropfen, der das Ganze zum Überlaufen gebracht hat, war dann doch auch die Corona-Politik, die meines Erachtens absolut fehlgeleitet ist, da ich als Notfallsanitäter im Rettungsdienst arbeite und ich mitbekommen habe auch direkt am eigenen Leib, dass es nicht so dargestellt oder es sich nicht so abgespielt hat, wie es dargestellt wurde. Und darum war für mich festgestanden, ich muss mich irgendwie engagieren und muss da etwas dagegen unternehmen. Danke, Stefan. Und in welchem Bereich bist du ansprechbar? Also welche Region, hast du das gesagt? Habe ich jetzt... Achso, ja, ich bin der Direktkandidat für Rot-Nürnberger Land von der Basis. Mhm. Genau. Okay. Ja, hallo, dann mache ich weiter. Ich bin der Thorsten, 46 Jahre jung und komme aus dem Wahlkreis Erlangen, bin da der Direktkandidat. Ich bin Pflegefachkraft. Schon seit 27 Jahren in der Pflege tätig. Und ich kam schon recht bald zur Basis. Also ich bin einer der ersten 180 Mitglieder. War früher schon so ein Kämpferherz, dass ich bei Gründungen dabei war, weil ich war im Altenheim, wo ich zuletzt gearbeitet habe, als Betriebsrat tätig. Habe da mitgegründet, war dann jahrelang mit Vorsitzender. Habe mich halt eingesetzt, dass das den Angestellten dort gut geht, dass Arbeitsrecht eingehalten wird, dass nicht zu viele Überstunden anfallen oder die einfach nicht 12 Tage am Stück arbeiten müssen und so. Und da ich festgestellt habe, Mensch, hier kommt wieder irgend so eine Welle auf uns zu, dachte ich, ja, kommt mir irgendwie bekannt vor. Früher Herbst ist ja immer irgendwie Grippe oder Erkältungszeit, Atemwegserkrankungen. Also mit Viren, Bakterien habe ich schon immer zu tun gehabt. Und da fing ich halt an zu recherchieren. Und war dann auch dann im Mai letzten Jahres so auf Veranstaltungen. Habe das immer durchforstet, habe gern den Herrn Wodak zugehört, viele Fachexpertisen gelesen und gehört. Und ich dachte, naja, ich kann jetzt vor der Couch aus nichts machen. Ich muss selbst tätig sein. Und Mensch, du warst doch mal Betriebsrat. Du kannst doch was. Du kannst doch einstehen für Leute. Du kannst zusammen Gruppen begeistern und auch mitwirken und da dachte ich, ich muss das machen und mich politisch engagieren, obwohl ich vorher noch nie so richtig politisch engagiert war. Und jetzt bin ich froh, so viele liebevolle Menschen kennengelernt zu haben. 27.000 Mitglieder haben wir, das ist echt toll. Den Gründungsvorstand kenne ich auch persönlich und es macht einfach Spaß für alle einzugestehen und einfach die Haltung, die vier Säulen von uns haben, die Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamkeit und Schwarmintelligenz einfach dahinter zu stehen, weil es auch meine Werte sind, die ich da wieder finde. Und ja, bin froh, jetzt auch hier
mal in einem Interview zu sein und dass wir Aufmerksamkeit erregen. Ja, das war es jetzt mal von meiner Seite aus. Vielen Dank. Ich gleich weitermachen. Mhm. Nach Weber kommt Reber. Also, ich bin die Katrin Reber, bin 55 Jahre alt, habe eine 35-jährige Tochter, bin die Kandidatin für den Wahlkreis Fürth, Neustadt-Aich, Bad Windsheim. Ich komme ursprünglich aus dem Vogtland, lebe aber jetzt seit 9 Jahren hier in Fürth in Mittelfranken. Zur Basis, also es ist eigentlich eine kleine Geschichte, diese ganze Corona-Geschichte hat mich eigentlich auch politisiert. Ne? Davor habe ich schon immer gedacht, okay, also es laufen viele Dinge falsch bei uns, aber man ist ein kleines Menschlein und denkt, okay, was willst du machen, wenn jemand einfach irgendwelche Verträge, politische Verträge abschließt oder wie der Herr Scheuer Verträge abschließt, für die er gar nicht legitimiert ist und er macht es aber dann erst trotzdem noch in Amt und Würden, was bei einem normalen Mitarbeiter in einem anderen Unternehmen ganz schnell zur Kündigung hätte geführt. Die ganze Corona-Sache, muss ich gestehen, am Anfang dachte ich, oh mein Gott, was läuft auf uns dazu? Und habe aber dann relativ zeitig festgestellt, dass es sehr einseitig betrachtet wird. Also meine Tochter ist im Veranstaltungsmanagement und die ganze Veranstaltungsbranche würde ja von 100 auf 0 gefahren. Und da blutet natürlich auch das Mutterherz, wenn sie mit einmal sieht, das Kind steht da, weiß nicht, was erwartet mich in der Zukunft, werde ich arbeitslos werden, geht es irgendwann wieder weiter? Und dann habe ich angefangen zu hinterfragen, habe mich informiert, habe zum Beispiel Videos angeguckt von Bhakti oder von Wodak, habe mich belesen, kam dann irgendwann auf den Corona-Ausschuss und so Schritt für Schritt stellt man fest, es gibt eigentlich so viele Aspekte und es gibt nicht nur einen Virologen und vielleicht einen Veterinärmediziner, die über die ganze Gesellschaft, über das ganze System entscheiden können. Und dann irgendwann kam die Information, dass es eine neue Partei gibt, die Basis, die sich ja im Juli letzten Jahres gegründet hat, damals mit 45 Gründungsmitgliedern. Und dann bin ich seit November Mitglied in der Basis, habe bei uns im Kreisverband die Gründungsvorbereitungen mitbegleitet und bin seit Gründung auch die Schwarmbeauftragte, da können wir ja später nochmal drauf eingehen, was das bedeutet. Und wurde dann Anfang Mai zur Kandidatin eben hier in den Wahlkreis gewählt, zur Direktkandidatin. Und bin da auch mit Leib und Seele dabei. Also egal, ob in der Partei oder eben jetzt auch als Kandidatin, wobei man ja sagt, das geht eigentlich nicht um mich als Kandidatin, das geht ja um unseren ganzen Schwarm. Also diesen Schwarm, der halt die Mitglieder darstellt und perspektivisch dann auch den Schwarm, was die ganze Bevölkerung Deutschlands darstellt. Vielen Dank. Ja, klasse, dann denke ich, mache ich weiter. Hallo, ich bin der Klaus Kinzel. Ich wohne hier in den schönen Nürnberger Norden in der Nordstadt und bin auch Direktkandidat für den Wahlkreis Nürnberg-Nord. Wo komme ich her? Ich selbst habe Elektroniker gelernt, mal in der Lehre und ein Diplomingenieur auch drauf gesattelt. Arbeite jetzt bei einem großen Konzern in Erlangen und bin dort in der Softwareentwicklung für große Projekte verantwortlich. Ja, ich bin also ein vollkommener Newcomer und jetzt ist die Frage, ja, warum engagiere ich mich in der Basis? Was ist da der eigentliche Hintergrund? Und bei mir war es jetzt nicht so, dass ich direkt, dass die Corona-Krise das alleinige war, sondern das war für mich eigentlich nur noch der Auslöser. Ich habe schon seit Jahren auch festgestellt, wie der Stefan auch, dass irgendwas nicht richtig läuft in dieser Gesellschaft, dass wir zunehmenden Egoismus spüren und ich auch mehr und mehr Entfremdung wahrnehme. Also da gibt es Gesellschaftsgruppen, die gegeneinander nicht mehr miteinander reden, sondern eher gegeneinander reden oder übereinander reden. Und immer dann, wenn jemand eine andere Meinung hat, dann wird die nicht mehr ausgehalten, sondern da habe ich das Gefühl, dann wird eine andere Meinung generell mal als schlecht dargestellt und nicht mehr in der Form wahrgenommen. Und das ist also für mich ja, sehr besorgniserregend, weil ich glaube, Gemeinschaft ist das Wichtigste für unsere Gesellschaft und dafür braucht es demokratische Grundstrukturen und vor allen Dingen auch, dass die Leute wieder miteinander reden können. Und ich sehe das in der aktuellen Politik eben nicht so. Ich sehe also hier eine Werteverschiebung, dass man zunehmend meint, okay, man spricht nicht mehr miteinander, sondern man spricht nur noch übereinander. Und dadurch
dass das in den aktuellen Parteien nicht mehr möglich ist, war es für mich eigentlich klar, da muss man was Neues machen. Und klar, Partei hat auch seine Nachteile, aber im Moment sehe ich eigentlich die Basis als einzige Kraft, die in der Lage ist, diese Themen zumindest wieder transparent zu machen und zu sagen, schaut her, Achtung, da läuft was schief und wir wollen doch versuchen, wieder miteinander ins Gespräch zu kommen. Und das ist das, warum ich mich hier engagiere, weil ich überzeugt bin davon, dass wir das jetzt schaffen können, dass wir diese Themen wieder nach oben bringen können und dass wir so wieder zu einem Miteinander kommen. Also auch miteinander Diskurs führen, zu sagen, jawohl, wir versuchen die beste Lösung. Und es ist nicht immer nur meine Lösung, sondern es ist meistens eine Lösung, die sich aus vielen Stimmen generiert. Und das sehe ich hier in der Basis und es freut mich und es sind ganz tolle Leute. Und es macht Spaß, hat viel Arbeit, aber ich freue mich auf die Wahl und auch auf die Zeit danach. Gut, danke. Gut, dann mache ich das Schlusslicht. Ich bin Caroline Polster-Strobel. Ich bin die Direktkandidatin vom Wahlkreis Nürnberg Süd und Schwabach. Ich bin beruflich Krankenschwester seit knapp 27 Jahren inzwischen. Viel auf Intensivstationen unterwegs und habe da gesehen, was jetzt durch Corona zum Vorschein kommt endlich und bin eigentlich froh drum, dass es die Öffentlichkeit mal tatsächlich mitkriegt, was Pflegemangel bedeutet. Ja, in die Öffentlichkeit gegangen mit dem Intensivbettenproblemen, das ja sehr breit getreten wurde, aber ich sehe das tatsächlich seit mehr als 20 Jahren. War auch 18 Jahre in der Gewerkschaft Verdi, da auch immer in erster Reihe, wenn es um Demos ging oder um Arbeitskämpfe, Tarifverhandlungen. Ja, das ist zu meinem beruflichen Hintergrund. Ein Stichwort noch, die Pharmalobby, war ich auch ziemlich nah dran. Ich habe Studien mitbegleitet für Medikamentenentwicklungen und Forschungen, auch mRNA-Impfstoffe, damals in der Krebstherapie. Habe also da einiges mitgekriegt zu meiner privaten Geschichte noch. Ich bin alleinerziehende Mama, habe eine 13-jährige Tochter. Da das ganze Corona-Thema natürlich auch voll eingeschlagen mit Homeschooling, Doppelbelastung für mich und habe dann gesehen, es muss sich was ändern. Bin auch seit November, wie die Katrin, bei der Basis dabei, war auch bei unserer Kreisverbandsgründung hier in Nürnberg-Fürth-Erlangen von Anfang an mit am Start. Und ja, hoffe jetzt auf diesen Weg zumindest für meinen Schwerpunkt Gesundheitswesen vieles ändern zu können. Wir sind ja in der AG Gesundheitspolitik schon dran, die Versicherungen so etwas zu optimieren, die ganzen Krankenkassenbeiträge, die Zweiklassengesellschaft da irgendwie in den Griff zu kriegen, die es da auch gibt. Und das Ganze ein bisschen zu vereinheitlichen. Ja, das war es zu mir. Auch seit Mai dann eben zur Direktkandidatin hier gewählt worden. Und macht Spaß, ist sehr spannend, alles mal mitzuerleben hier in Sachen Politik. Und freue mich auch, so viele nette Menschen kennengelernt zu haben. Und es werden immer mehr. Und freue mich auf die Zukunft. Gut, für viele von euch waren ja die Corona-Maßnahmen so der Ansatz, sich politisch mehr zu engagieren. Aber ihr habt schon so ein bisschen anklingen lassen, eine reine Corona-Protestpartei seid ihr nicht. Was macht euch anders als andere Parteien? Worin unterscheidet ihr euch? Also mit was uns von anderen Parteien unterscheidet, sage ich immer ganz gern zur Spaß, aber wir sind wahrscheinlich die einzige Partei, die, wenn erfolgreich ist, sich selbst abschafft. Weil im Zentrum steht ja die Basisdemokratie bei uns und wir wollen ja, dass die Bevölkerung ihre Stimme nach der Wahl nicht abgibt, sondern sie behält und weiter die Entscheidungen mittragen kann. Was dann ja bedeuten würde, dass Parteien, wenn es komplett wirklich funktioniert, obsolet werden würden. Das wäre so das Ziel am ganz anderen Ende des langen Weges. Das unterscheidet uns schon mal ganz stark von den anderen dann auch die Machtbegrenzung, dass wir eben auch fordern, dass Bundestagsabgeordnete, Bundeskanzler und so
eben nicht diese Berufspolitiker darstellen, sondern dass wirklich Vertreter vom Volk da sind im Parlament und eben nicht es passiert, dass wir einen Kanzler über 16 Jahre haben, was meiner Meinung nach viel zu lang auch ist. Verkrustet manches, gell, Stefan? Da habe ich gleich noch mal eine Frage an dich. Diese Stimmen, diese Beteiligung der Bevölkerung an Politik, da ist ja so eine Müdigkeit auch im Moment eingetreten, so eine Politikmüdigkeit. Wie stellt ihr euch das konkret vor? Welche praktischen Formen wollt ihr das tun? Also diese Müdigkeit kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht bestätigen. Im Gegenteil, wo wir draußen jetzt bei Infoständen unterwegs sind, es ist eher so, dass die Leute viel, viel mehr mitsprechen wollen und eben nicht einmal wählen wollen und dann 4 Jahre gar nichts mehr mit zu urteilen haben. In welcher Form genau, es wäre vielleicht so nach Schweizer Vorbild, dass man sagt, das Parlament beschließt ein Gesetz und bevor es aber rechtskräftig wird, geht es erst nochmal zurück ans Volk und wird über eine Befragung abgefragt, wollt ihr dieses Gesetz überhaupt? Oder in heutigen Zeiten des Internets ist es ja ganz leicht, Plattformen einzurichten, wo man die Bevölkerung abstimmen lassen kann oder wo sie auch konsensieren können. Ich kann auch dazu ergänzen, sehe ich es ganz genauso. Ich denke, wenn wir an die Regierung kommen oder zumindest Einfluss ausüben können, dann werden wir als erstes sofort auch Volksentscheide auf Bundesebene realisieren. Daran ist es im Moment so, dass vor allen Dingen die CDU sich daran sträubt, das zuzulassen. Prinzipiell wäre alles da. Von der Grundlage her, wir können das sofort machen, wir müssen es nur beschließen. Also wir, mit uns, wird es sofort auf Bundesebene Volksentscheide geben. Wenn ich vielleicht als Schwarmbeauftragte kurz einsteigen kann. Für die jetzt mit Schwarmbeauftragten nichts anfangen können. Eine Partei hat grob im Prinzip die Struktur eines Vereins. Da gibt es normalerweise den Posten der Vorstandsvorsitzenden, es gibt zum Beispiel Schatzmeister. Und bei uns in der Basis wurde das erweitert um die Schwarmbeauftragten. Wir haben 4 Säulen, ne? Ich ganz kurz zusammengefasst, die Freiheit, die Machtbegrenzung, die Achtsamkeit und die Schwarmintelligenz. Und Schwarmintelligenz ist das, was der Klaus und der Stefan schon gesagt haben. Im Prinzip zielt es auf Basisdemokratie ab, dass alle mitentscheiden können, was passiert. Und deshalb haben wir auch einen Schwarmbeauftragten, weil diese ganzen Menschen, die muss man ja irgendwo so ein bisschen connecten. Ne? Das ist eigentlich die Aufgabe des Schwarmbeauftragten, dass man sagt, man ist wie so eine Narbe und nimmt alles auf. Und Schwarmintelligenz bedeutet eben, also ich denke, was ein großes Problem in unserer Gesellschaft ist, wir haben so ein klassisches Top-Down-Prinzip. Die Leute, die gehen alle 4 Jahre mal, gehen die zur Wahl, geben ihre Stimme ab, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ab. Und all das, was sie sich vorstellen, was ihnen, nicht all das, aber vieles, was ihnen von den Parteien versprochen wurde, wird danach überhaupt nicht umgesetzt. Und ich denke, das weiß mittlerweile jeder, dass wir fast eine reine Lobbypolitik haben. Also wir haben ganz viele Leute, die Ausweise, Lobbyisten, die Ausweise haben, um im Bundestag ein- und auszugehen. Wir wissen, dass Lobbyisten zum Teil die Gesetze schreiben und die nur noch abgenickt werden. Und genau das wollen wir mit unserer Schwarmintelligenz oder mit der Schwarmintelligenz aller, der Intelligenz der vielen vermeiden. Und dafür gibt es eben, weil das war das Instrument, danach hattet ihr gefragt, wir haben dieses Instrument der Konsensierung, was man momentan halt nur parteiintern einsetzen. Konsensierung bedeutet, wir haben 2, 3 Vorschläge und dann stimmt der Schwarm, stimmen die Mitglieder darüber ab, aber nicht nur mit Ja oder Nein, sondern man versucht einen Konsens zu finden. Und also die Konsensierung, dieses Instrument gibt es schon länger. Also derjenige, der uns darüber informiert hat, hat ein gutes Beispiel gebracht. Da gibt es eine Stadt in Westdeutschland, da ging es darum, den Marktplatz umzuändern. Und da gab es 2 Vorschläge, der einfache pauschal zu betonieren und der andere Vorschlag war total begrünen. Und dann durften die Einwohner dieser Stadt durften darüber abstimmen, aber nicht nur machen wir es Beton oder machen wir es grün, sondern könnte man das vielleicht noch ein bisschen optimieren.
Und man nimmt dann sozusagen die Vorschläge der anderen mit und am Schluss kam raus, okay, ein bisschen was wird bebaut, ein bisschen was wird begrünt. Und in dem Moment hat man nicht bloß dieses, okay, ich muss halt mich für das eine oder das andere entscheiden, man kann sich selber einbringen. Und es ist damit auch Wertschätzung derjenigen, die in der Region leben. Und wäre halt, wenn man es jetzt bundesweit über viele Gesetzesänderungen, wenn man das Volk mitentscheiden würde, eine Wertschätzung für den Bürger. Und es wäre halt eine Entscheidung von unten nach oben. Und genau das ist ja das, was wir wollen. Und was der Stefan vorhin schon gesagt hat, im Prinzip arbeiten wir daran, uns selber als Partei dann obsolet zu machen. Ja. Und dafür müssen wir natürlich viele Bürger dieses Landes politisieren. Das war auch so unser Eindruck, dass vielleicht über diese vier Säulen so spürbar wird, so bürgernah spürbar wird, was so das Besondere an dieser Partei ist und noch viel mehr werden kann. Die zweite Säule, das ist die Säule der Freiheit und der Freiheitsrechte. Wer möchte uns denn diese Säule mal etwas näher bringen von euch? Ja, dann mache ich die Freiheit, ne? Also die ist ja in, Freiheit ist ja in unserem Grundgesetz verankert, Artikel 2. Also es scheint etwas sehr Wichtiges zu sein für alle und auch nicht erst seit gestern, sondern schon länger. Und die Freiheit sehe ich persönlich so, dass es nicht nur ist, dass ich meine Meinung jederzeit frei äußern kann, sondern auch, dass ich die Freiheit habe, andere Meinungen hören zu können oder mir da ein Bild machen zu können. Und natürlich auch die Freiheit, über sich selbst, über seinen Körper, über seine Lebensweise entscheiden zu können. Geht natürlich immer nur so weit, wie ich die Freiheit eines anderen nicht einschränke. Also da muss man immer so drauf achten. Und man kann die Säule der Freiheit meines Erachtens auch nicht so für sich isoliert sehen, sondern spielt natürlich auch unsere andere Säule, die Achtsamkeit, immer ganz stark mit rein. Also ich denke, das muss man immer ein bisschen verbinden. Aber wie gesagt, die Freiheit für uns ganz wichtig, dass eben jeder in erster Linie für sich entscheiden kann, was ist für mich richtig, was möchte ich machen, wie möchte ich leben, wo möchte ich leben. Aber immer alles im Hinblick eben auch mit der Achtsamkeit und auch mit der Machtbegrenzung. Also man kann unsere Säulen nicht einzeln sehen, meine Meinung. Und ich denke, so ist es gedacht von unserer Partei. Ja, wer möchte denn gleich mit der Säule der Achtsamkeit weitermachen? Dann erfahren wir auch ein bisschen was darüber. Ja, da mache ich weiter mit der Säule der Achtsamkeit. Die ist auch, wird auch genannt, die Säule des liebevollen Umgangs. Mhm. Also Achtsamkeit heißt achtsam sich selbst gegenüber sein. Natürlich dann den Mitmenschen, der Natur und den Tieren. Und in der Achtsamkeit steckt auch die Wertschätzung, und in der Wertschätzung steckt ja auch die Würde. Also der Wert eines Menschen, die Würde des Menschen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Deswegen finde ich die so toll, dass die da drin ist, weil ich auch immer wertschätzenden Umgang fordere in meinem Leben. Also, und das ist auch so meine Haltung, dass ich sage, ich kommuniziere mit dir, du kannst dich mir auch mitteilen, sende mir eine Ich-Botschaft, wie geht es mir dabei? Na, dass ich ihn wertschätzen kann, dass ich das spiegeln kann. Aber gerade in der Corona-Pandemie war ja die Kommunikation von staatlicher Seite her nur Angstmache und Konditionierung, also Wiederholung. Und das fand ich ganz schrecklich. Also die Kommunikation war hier sehr einseitig und aufgezwängt. Ne? Und dann halt auch die Wahrnehmung gehört auch dazu. Wie nehme ich etwas wahr? Und dass auch der andere sich mitteilen kann, wie nehme ich dich wahr? Und das finde ich ist achtsam. Ne? Das ist dann der achtsame Umgang miteinander, dass jeder sich mitteilen kann, seine Wahrnehmung preisgeben oder was für Gefühl, was für Antrieb ist dahinter. Deswegen bin ich froh, dass wir die vier Säulen haben, weil da ist auch jetzt meine persönliche Haltung, meine Wertschätzung, meine Wertschöpfung dahinter. Das wollte ich jetzt nochmal zur Achtsamkeit sagen. Danke. Vielen Dank. Ja, dann haben wir noch die vierte Säule, die Säule der Machtbegrenzung. Was gibt es dazu noch zu sagen? Also da würde ich mal einsteigen, weil das auch mein Steckenpferd ist. Machtbegrenzung ist also ganz
platt jetzt mal gesagt, ist das Gegenteil von dem, was wir im Moment in den letzten eineinhalb Jahren erlebt haben. Da hat sich eine Frau Merkel Macht gezogen, die hat Parlamente außer Kraft gesetzt für gewisse Teile und hat die ganze Macht zu sich gezogen. Also, und unter Machtbegrenzung verstehe ich, wie gesagt, das Gegenteil. Ich denke, das ist nur möglich, wenn wir Macht verteilen auf sehr viele und eigentlich auch Macht bei sich selbst belassen, soweit es möglich ist, bei einem selber. Und das hat natürlich die Herausforderung, dass man jetzt nicht einfach sagen kann, ich gebe Verantwortung gerne an andere ab oder gerne an den Staat ab, weil das dann dadurch wesentlich einfacher ist. Aber die Gefahr des Machtmissbrauchs des Staates erleben wir ja jetzt. Und für mich ist das ja dramatisch. Das heißt, Machtbegrenzung heißt in erster Linie Macht verteilen auf viele, wo es nötig ist, wenn und am besten die Macht bei sich selbst belassen. Und dann kommen wir wieder zur Selbstverantwortung und zum Selbstvertrauen. Also wenn ich selber ein gut miteinander umgehe und wenn ich sehr achtsam auch mit mir umgehe, wie es der Thorsten gesagt hat, dann kann ich auch selber mal mir, meinem eigenen Intuition vertrauen und dann weiß ich vielleicht selber sehr viel besser, wie geht es meiner Gesundheit, wie geht es mir gerade damit, was brauche ich, um mich fit zu halten, vielleicht genügt es ja auch, ein gutes, stabiles System zu haben, dass ich eben auch gewisse Krankheiten von außen mal oder Viren aushalten kann. Und das ist die Machtbegrenzung, also vor allen Dingen Selbstverantwortung, dieses Wertesystem wieder aufzubauen und nur dann was nach außen zu geben, wo es unbedingt notwendig ist. Deswegen bin ich auch für eine ganz starke Dezentralisierung. Also ich werde oder möchte sofort ganz viel Verantwortlichkeit von oben runternehmen, also vom Bund runter in die Länder, runter in die Gemeinden, in die Kommune und da breit verteilen und möglichst, dass viele an Entscheidungen mittragen. Und dann haben wir eine Sicherheit, dann haben wir auch eine Kontrollmöglichkeit und dann kann sowas, wie es jetzt im Moment abgeht, gar nicht passieren. Und ich sage immer, das schöne Beispiel ist das Tübinger Modell. Das, jeder weiß es im Gesundheitswesen in Tübingen mit dem Oberbürgermeister Palmer, der hat als erstes dafür gesorgt in dieser Krise, dass seine Pflegeheime und Altersheime ganz besonders geschützt werden, indem sie nicht eingesperrt wurden, sondern dass Taxis bereitgestellt wurden, dass sich jeder von Anfang an schon testen musste, der da rein musste. Und er hat eine hervorragende Bilanz vorzuweisen. Also da wurden ganz wenige Leute schwer krank oder mussten versterben, im Gegensatz zu vielen anderen Systemen. Und was hat die Frau Merkel gemacht? Sie hat sich das nicht angeschaut und hat gesagt, das ist ein tolles System, das Beste, was wir im Moment kennen, das übernehmen wir bundesweit. Sondern was hat sie gemacht mit der epidemischen Notlage? Hat gesagt, nee, Tübingen, du machst es zu, wir vom Bund wissen es besser und wir dir vor, was du zu tun zu lassen hast. Und damit sind alle gleich schlecht gewesen. Also das ist für mich ein schönes Beispiel oder ein dramatisches Beispiel eigentlich, wie man es nicht machen sollte und wie ein Machtmissbrauch geht. Bei einer Dezentralisierung wäre das Tübinger Modell wahrscheinlich ausgebreitet und jede Stadt hätte das übernommen. Und so stelle ich mir das auch vor in Zukunft, dass man also Systeme, dass man dezentral hält, möglichst auf viele verteilt und in die Eigenverantwortung geht. Ja, ich glaube, da geht auch ganz viel Kreativität verloren, wenn man zu sehr zentralisiert. Und ihr scheint ja auch so mit einer ganz neuen Haltung in die Politik gehen zu wollen. Also mit einem Miteinander, mit einer Verbundenheit und einem Raum auch für Lösungen zu schaffen. Die Frage allerdings, wir haben ja Wahlen, ist, was ändert sich denn, wenn die Basis über 5% kommt? Ihr seid ja eine ganz junge Partei, ein Jahr alt. Und macht es überhaupt Sinn, euch zu wählen, auch wenn ihr die 5%-Hürde vielleicht nicht erreicht? Also rein, um auch mal die Wahlarithmetik, das ist ja auch so die Struktur, in der ihr euch zur Wahl stellt, zu hinterfragen. Da wäre es natürlich super spannend, auch da eure Position mal dazu zu hören. Ist es eine verlorene Stimme, die Basis zu wählen? Also ich sage immer so, ich habe gar nicht das Ziel, die 5%, das habe ich natürlich auch. Klar, das wäre wunderbar, wenn wir da reinkämen und sagen wir, die Chancen sind gar nicht so schlecht. Ich sage schon mal, ich begnüge mich auch mit 3%, dann haben wir nämlich fast das Gleiche erreicht.
Mein Ziel ist es, dass wir die Ideen und die Ziele, die wir haben mit der Basis, dass wir die streuen können, dass wir die publizieren können, publik machen können, dass wir mit den Leuten ins Gespräch kommen und sagen, schaut mal her, wir haben die Ziele, was hast du für welche, wie wollen wir so eine andere Gesellschaft erreichen zusammen? Und dafür müssen wir ins Gespräch kommen. Und wenn wir schon die 3% bekommen, und die bekommen wir wahrscheinlich sehr sicher, dann sind wir nicht mehr unser Sonstiges, sondern sind eine eigenständige Partei und haben damit schon gewonnen, das Ziel, dass wir auch medial ins Gespräch gehen. Denn dann können sie uns nicht mehr ignorieren, sondern dann haben Medien auch die Verpflichtung, uns mit hineinzunehmen in viele Diskussionen, in Podiumssitzungen. Und dann haben wir unser Ziel erreicht, dass wir ins Gespräch kommen und unsere Ideen einbringen können. Also ich sehe als erstes so eine kleinere Hürde, und wenn wir die erreichen, und ich glaube, die erreichen wir ganz gut, dann haben wir schon gewonnen. Und für den Fall, dass wir reinkommen mit lediglich 5% als Beispiel, was ich ganz wichtig sehe, ist, dass es wieder eine Opposition gibt. Denn das ist ja das Problem. Also ich komme ja nun aus dem Osten, und ich hatte das schon mal, dass wir eine große Partei hatten und ein paar Blockparteien, und genau das Gefühl beschleicht mich halt jetzt immer wieder. Wir haben ein paar etablierte Parteien, die im Prinzip austauschbar sind. Na, es ist das Personal austauschbar, es sind die Ideen austauschbar, und von daher ist es, also brauchen wir wieder nicht nur einen wissenschaftlichen Diskurs, der gerade eben ausfällt, und wir brauchen auch wieder einen politischen Diskurs. Und dafür braucht man Oppositionsparteien. Und dafür ist auch eine kleine Opposition, weil so klein sind wir ja gar nicht mehr. Ne? Wir sind ja von den Mitgliederzahlen her die 9-stärkste, und nach der Bundestagswahl sind wir die 8-stärkste. Also da arbeiten wir dran. Ne? Und auch eine kleine Partei kann genau zu diesem Diskurs beitragen und in dem Moment auch die Leute wieder zum Nachdenken anregen. Und wenn wir wahrgenommen werden, egal ob mit 3 oder mit 5%, je mehr wir wahrgenommen werden, umso mehr verbreitet sich natürlich auch diese Idee der Basisdemokratie. Ne? Und ich sage mal, wenn wir es dieses Mal nicht schaffen, bei der nächsten Wahl schaffen wir es definitiv, bin ich mir 100% sicher. Aber wir arbeiten dran, dass wir es auch dieses Mal schaffen. Was auch wichtig wäre, meiner Ansicht nach, wenn wir die 5%-Hürde schaffen, zu erwähnen, dass dann endlich mal nicht nur Berufspolitiker im Parlament sitzen, sondern wirklich Menschen, die aus dem Volk kommen und auch fürs Volk sprechen. In einem Augenblick haben wir im Parlament nur noch Menschen, die irgendwas mal studiert haben, aber nie wirklich gearbeitet haben und dann ihr ganzes Leben nur auf Politik dargelegt haben und auch meiner Meinung nach längst nicht mehr die Interessen des Volkes widerspiegeln, sondern eigene Interessen oder von großen Konzernen die Interessen. Was du gerade sagst, Stefan, erinnert mich dann schon sehr an das Schweizer Modell. Ich bin auch beruflich immer wieder in der Schweiz, auch nächste Woche. Und da wurde mir das auch mal berichtet, wenn dann halt einer in so einem Kanton, wie das heißt, mit abstimmt und der ist halt gleichzeitig der Bäckermeister, dann steht er am nächsten Tag wieder in seiner Backstube drin und das ganze Dorf kauft die Semmeln, ja, und fragt dann aber auch nach, was habt ihr denn da gestern beschlossen? Und da ist man natürlich wirklich dran und im Dialog. Und dann ist das natürlich Demokratie, das merkst du wirklich in der Schweiz, das ist einfach lebendiger, das ist zum Anfassen. Ja. Genau. Ja, in diesem Sinne bedanken wir uns ganz herzlich für den lebendigen Austausch und hoffen, dass das Ergebnis der Wahl dazu beiträgt, auch bei uns in Deutschland die Demokratie wieder lebendiger zu gestalten. In diesem Sinne, vielen Dank. Danke. Vielen Dank auch. Danke auch, ja. Tschüss.